Do you know how to Freizeitpark? Hallo, mein Name ist Stefan Burian. Ich bin der Host von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Als selbstständiger Berater in der Freizeitwelt mit den Schwerpunkten Operations, Guest Experience und HR teile ich mit euch meine Erfahrungen. Zusammen mit spannenden Charakteren aus der Branche lassen wir dich an dieser wilden Welt teilhaben und gewähren dir einen Blick hinter die Kulissen. Weitere Informationen zu meinen Dienstleistungen findest du auf meiner Webseite www.stefanburian.com. Abonniere und bewerte diese Folge in deinem Podcast-Player, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Viel Spaß beim Hören und gute Fahrt! Siehst du jetzt? Kranplatz? Da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Kranplätze müssen verdichtet sein. Es gibt ja viele Geschichten über Freizeitparks und Achterbahnen, die wir immer wieder sehen und hören. Und wenn ich so an meine Fanzeit zurückdenke, auch heute gucke ich mir immer noch super gerne Baustellen, Fotos und Videos an, weil nichts ist spannender als Dinge, die aus dem Nichts plötzlich entstehen und irgendwo hingestellt werden. Und ich glaube, seit einigen Jahren wissen wir auch ganz gut durch viele verschiedene Dokus, dass Kranplätze verdichtet sein muss und ein vernünftiges Bandmaß zu einer Baustelle heutzutage irgendwie dazugehört. Wir wollen uns aber genau das heute mal anschauen. Also jetzt nicht die Kranplätze oder die Bandmaße, aber das, was eigentlich so im Hintergrund entsteht, damit die Erlebnisse, die wir heute haben, sei es mit einem Fahrgeschäft oder mit einem kompletten Freizeitpark, nämlich die Bauphase, was da alles passiert und was man da eigentlich macht und vor allen Dingen, wer da alles arbeitet, das wollen wir uns heute genauer anschauen. Wir werfen also einen noch tieferen Blick hinter den Kulissen als sonst immer. Und dafür haben wir jemanden, der sich da am besten auskennt. Und zwar ist das der Christoph Seidel. Hallo Christoph. Hallo Stefan, ich grüße dich. Bevor ich mir jetzt hier eine Biografie irgendwie zusammenwürfel, stell du dich auch bitte einmal ganz kurz vor, damit die Leute wissen, wer du bist und vor allen Dingen, was du machst. Ja, ich bin der Christoph Seidel, lebe in Bremen und arbeite auch von dort aus, werde in wenigen Tagen 64 Jahre alt. Bin in dieser Industrie seit 1997 tätig, also schon einige Jahre, und befasse mich seit mittlerweile vielen Jahren, nämlich seit 2006, fast ausschließlich mit der Installation von, wie man im Deutschen sagt, Vergnügungsanlagen oder Fahrgeschäften. Und da geht es hauptsächlich um Achterbahnen, um Riesenräder, aber auch um Familienfahrgeschäfte. Jetzt ist die Installation von Fahrgeschäften, klingt ja jetzt erstmal total simpel. Da kommen ein paar Kräne hin, da kommen ein paar LKWs, die liefern ein paar Teile an, dann steckt man die zusammen wie so ein großes IKEA-Stecksystem und dann steht da so eine Anlage. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht, oder? Nein, es ist, es kann einfach sein, wenn alles sehr langfristig und gut vorbereitet wird von allen drei Seiten. Die drei Seiten sind in der Regel der Hersteller der Anlage, der zukünftige Betreiber der Anlage, nämlich der Freizeitpark im Zweifelsfall, und dann natürlich wir als Installationsfirma. Also wenn diese drei Kräfte sehr frühzeitig, sehr professionell, sehr gewissenhaft zusammenwirken, dann kann das eine gute Sache werden. In dem Maße, wie das alles nicht geschieht, wird es zur Herausforderung und zu purem Stress. Ja. Das verstärkt noch, weil wir sind ja vor allen Dingen international tätig, verstärkt noch durchaus auch kulturelle Aspekte. In der Kommunikation, in wechselseitigen Erwartungshaltungen, im unterschiedlichen Verständnis von Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und solchen Dingen. Wir lachen darüber, Stefan. Kannst du mir glauben, unseren Bauleutern vergeht da regelmäßig das Lachen. Ja. Ich glaube dir das aufs Wort und ich lache, glaube ich. Ich glaube, wir beide haben so ein ähnliches Grinsen in den Gesichtern gesehen, weil ich habe ein Bauprojekt vor ein paar Jahren in Saudi-Arabien miterlebt und das ist teilweise, also da sind ja Höhenunterschiede zwischen den Arbeitserwartungshaltungen, die man da hat. Das muss man ja erstmal managen können. Und da ich nur passiv an diesem Bauprojekt beteiligt gewesen bin, mal als Experten an dich die Frage gerichtet, wenn man jetzt gerade solche kulturellen Unterschiede hat, wie kriegt man denn da so die Kompromisse zustande, damit das Projekt am Ende des Tages auch pünktlich eröffnet? Das hat tatsächlich viel mit erfolgreicher Kommunikation und auch Konfliktmanagement zu tun.
auch mit dem Wissen um die jeweils andere Kultur und mit einem gewissen Grundverständnis bei aller Fachlichkeit und bei allen Notwendigkeiten der Baustelle, tut es gut, ein bisschen über die wechselseitigen Kulturen Bescheid zu wissen. Mir hilft, und das wird ja sicherlich eine ganze Reihe deiner Hörer und Hörerinnen überraschen, ich bin tatsächlich gar kein Ingenieur oder Techniker von meiner Ausbildung her. Ja, deshalb ist es auch gut, dass ich keine Achterbahn aufbaue, sonst würde das womöglich ganz anders aussehen als gewünscht. Ich bin tatsächlich Historiker und als Historiker, der aber damals aufgrund der Stellensituation beschloss, etwas Handfesteres zu tun, deshalb eben mittlerweile in dieser Branche tätig. Als Historiker hilft es mir, oder das hilft mir, tatsächlich viele Kulturen besser zu verstehen. Und das hat auch nichts mit allgemeinem Kulturverständnis zu tun, sondern mit ganz handfesten Dingen, die auf Baustellen so passieren. Also was zum Beispiel die Zuverlässigkeit von Zusagen angeht, dass es in bestimmten Kulturen eben dazu gehört, im Zweifelsfall auch Ja zu sagen, obwohl der jeweilige Gesprächspartner ganz genau weiß, dass diese Zusage nie und nimmer und nicht einzuhalten ist. Eine Absage aber den Gesichtsverlust bedeuten würde. Naja, und alles solche Dinge. So, schon alles sehr, sehr feinteilig, wenn man das dann so betrachtet. Ja, so und deshalb hat ein erfolgreiches Installationsprojekt hat in aller Regel eben nicht nur damit zu tun, dass, wie du in deiner Intro sagtest, dass Kranplätze verdichtet sind, dass das Werkzeug darunter auch Bandmaße da sind. Das ist alles ganz, ganz schön und gut. Aber was hilft es, wenn alles da ist und die Kranplätze verdichtet sind und dann die Teile der Achterbahn nicht rechtzeitig geliefert worden oder nicht in der richtigen Reihenfolge oder im Einzelfall auch mal fehlerhaft, dann hilft dir deine eigene gute Vorbereitung nichts. Und deshalb ist es eben so wichtig, so viel wie möglich Vorbereitung so weit wie möglich nach vorne zu verlegen. Jetzt interessiert mich ja gerade ganz spontan mal, ab wann kommt ihr denn eigentlich dazu? Also bin ich jetzt der... Das ist grundsätzlich zu spät, ja. Das ist immer zu spät. Aber das, also demnach gehe ich davon aus, wenn du das schon so sagst, ihr seid so quasi die Letzten, die gefragt werden. Und ihr seid nein, aber wir sind zum Beispiel diejenigen, die in der Regel nicht gefragt werden, wenn eine Firma, die mit der Parkplanung oder mit dem Attraktionendesign oder mit Thematisierung befasst ist, wenn die ihre Planung machen, werden wir in der Regel noch nicht einbezogen. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen, weil im Zweifelsfall nicht jeder, der in den genannten Firmen bei den genannten Kollegen tätig ist, hat eben ein Verständnis zum Beispiel einer Achterbahn. So, und dass es notwendig ist, diese Achterbahn oder wenn diese Achterbahn gebaut werden soll, dann muss es eben die berühmten, ob nun verdichteten oder nicht verdichteten Kranplätze geben, dann muss es Zufahrten geben, dann muss die Strecke, die zukünftige Strecke, in jedem Punkt erreichbar sein, zumindest auf vernünftige Distanz. Das zum Beispiel. Und sie muss auch später durch die Maintenance-Abteilung des betreffenden Parks erreichbar sein, weil nun mal Schrauben nachgezogen werden müssen, weil bestimmte Wartungsarbeiten regelmäßig gemacht werden müssen, nach Herstellermanual. Und das wird oft zu wenig und nicht früh genug bedacht. So, und deshalb, wann immer ich kann, und deshalb danke überhaupt für die Gelegenheit, an diesem Podcast teilzunehmen, bin ich dir sehr dankbar für. Ja, weil hoffentlich doch einige zuhören, die vielleicht mögliche Kunden einer Achterbahninstallation zum Beispiel sind. Und das müssen ja nicht unsere Kunden dann sein. Wir können ja auch andere Installationsfirmen beauftragen, aber jede Installationsfirma wird dankbar dafür sein, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt einbezogen zu werden in die Planung, sodass Kranplätze, Zufahrten zu Kranplätzen, die Installationsarbeiten, aber auch die spätere Erreichbarkeit für Wartungsarbeiten, dass das alles zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in die Planung mit einbezogen wird. Ja. Ich finde das mega wichtig, dass du das gerade sagst, und ich finde es halt selber so super spannend bei Baustellen, dass ja manchmal Dinge innerhalb von wenigen Tagen passieren. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn man mit schwerem Gerät irgendwie hantiert und hat dann da seine Achterbahnschienen, die man von A nach B trägt, und hat vielleicht noch so ein Großprojekt, wie das vielleicht in Brühl oder in Rust häufig gemacht wird, mit vielen thematischen Einbauten und vielen Verzweigungen, da müssen ja noch mehrere Gewerke irgendwie koordiniert werden. Ja, genau. Nun sind die
Kollegen in Rust, also im Europapark und im Phantasialand, wissen selbstverständlich, was sie tun und zeichnen sich natürlich durch eine sehr gute Vorbereitung aus. Die sind weniger das Problem als manchmal Third Parties im Mittleren Osten, die aufgrund einer Planung, die uns eben nicht mit einbezogen hat, die dann eine, zum Beispiel die 8-Sektion, also die Track-Sektion einer Achterbahn, die dort eine 8 beschreibt, die da wunderschöne künstlichen oder wunderschönen künstlichen Beton errichten, um bestimmte Streckenabschnitte herum und sich offensichtlich wenig Gedanken darüber machen, dass also sowohl beim Retalking, das sie in der Regel auch wir machen, das heißt beim Nachziehen der Schraubverbindungen in der Regel während der Inbetriebnahme und vor allen Dingen bei den späteren Wartungsarbeiten, dass dann natürlich auch jemand mit dem Drehmomentschlüssel an die Anlage heran muss. Und dann ist dort schon aus künstlichem Beton ein wunderschöner Baum entstanden, in dem dann einige Öffnungen gelassen wurden. Und dann meldet sich unser Bauleiter und schickt uns die Bilder und fragt, an welche Zwerge oder Hobbits man dort wohl gedacht hat. Weil offensichtlich diese Öffnungen ein wenig klein sind, damit sie eben natürlich auch nicht weiter auffallen. Ich kann ja die Thematisierung verstehen, aber der Techniker müsste dann dort auf den Bauch hinein und müsste dann auch noch einen Drehmomentschlüssel oder eine Drehmomentmaschine da mitnehmen und das ist einfach keine gute Planung. So. Aber sowas, wie gesagt, treffen wir im Europapark oder im Phantasialand nicht an und schon gar nicht in Dänemark oder in Liseberg in Schweden. Das ist fast ausgeschlossen, dass an sowas nicht gedacht wird. Ja, ich meine, ich würde mal behaupten, die sind schon geübt, was das angeht. Ja, sind eben sehr erfahrene, gewachsene Parkbetreiber. Das ist ja überhaupt ein grundlegender Unterschied, auch innerhalb unserer Klientel, dass wir es einerseits mit einer Parkkultur zu tun haben, wie in Deutschland, wie in Großbritannien, vielleicht noch ein paar anderen Ländern, wo die Freizeitparks in aller Regel gewachsen sind im Laufe der Jahrzehnte. Da sind ja gerade der Europapark und das Phantasialand sehr gute Beispiele, aber auch viele kleinere Parks. Und andere landen eben wie ein UFO auf der grünen Wiese, die jetzt vor 5 Jahren noch nicht gegeben und plötzlich steht da ein mega Freizeitpark. So, in der Regel wissen diejenigen, die ihren Park über Jahre, Jahrzehnte haben wachsen lassen, als gute Kaufleute und Techniker, wissen in der Regel besser, was sie tun. Ja, aber trotzdem haben wir natürlich die einen wie die anderen Kunden und können uns das am Zweifelsfall auch nicht aussuchen. Ist schon. Aber lassen Sie mal zum Anfang zurückspringen. Also wir haben jetzt im Endeffekt einen Freizeitpark, wir haben den Hersteller und wir haben dann den Installateur in dem Sinne euch. Die drei müssen jetzt zusammenspielen. Im Idealfall seid ihr schon ganz früh mit am Tisch. Und du hattest mir am Telefon vor ein paar Wochen schon ganz was Wichtiges gesagt. Die meisten vergessen eigentlich, dass die Installation ja auch noch Geld kostet. Weil man spricht immer von der Installation, von der Achterbahn an sich, ne? Irgendwie, keine Ahnung, Black Mamba hat 22 Millionen gekostet, Blue Fire kostet X Millionen, keine Ahnung. Und dann heißt es nachher, jo, und dann bauen wir das Ganze auf und dann kommt aber nochmal eine Rechnung und alle wundern sich so, hä? Ist das ja gar nicht mit drin? Ihr seid ja extern in dem Sinne. Ihr seid ja nicht von Mack, sondern ihr werdet ja dazugeholt und ihr müsst ja dann trotzdem erstmal noch die Dienstleistung erbringen. Wie kommt denn so eine Kalkulation zustande, würde mich mal interessieren. Also wie rechnet sich sowas? Na gut, das überlassen wir demjenigen, der den Park geplant hat und dem Parkbetreiber, wie und ob sich das jemals rechnet. Das ist eine große Angelegenheit. Ich denke, dass du deine Frage anders meinst. Also zunächst mal, Firmen wie MacRides, wie Intermin, wie Koma, Zira, um mal ein paar Beispiele zu zitieren, zeichnen sich absolut dadurch aus, dass sie grundsätzlich seriös vorgehen. Das heißt, wenn sie eine Anlage verkaufen, dann fragen sie entweder bei uns oder bei anderen Installationsfirmen vorher einen Budgetpreis für die Installation an. Okay. Und inkludieren dann den von uns genannten Budgetpreis in ihr Angebot. Vielleicht schlagen sie ein bisschen was drauf für das Handling. Das ist ja ihr gutes Recht. Und so, also insofern wird das natürlich seriös kalkuliert. Grundsätzlich ist es so, wenn du fragst, wie sich das rechnet, um mal mit einem Richtwert zu arbeiten, grundsätzlich kann man sagen, eine Installation kann 8-10% des Kaufpreises der Anlage kosten. Muss es nicht? Kann.
Aber wenn mich jemand fragen würde, Christoph oder Herr Seidel, was soll ich denn bitte schön für die Installation der Anlage einkalkulieren? Die kostet 10 Millionen Euro, dann würde ich sagen, das kann bis zu 1 Million Euro kosten. Gegebenenfalls plus Kräne. Plus Unterbringung im Hotel, plus Verpflegung und Flugtickets etc. So ist es nun mal. Ja. Genau, wenn man dann noch ein bisschen größer und globaler denkt, dann hast du ja auch noch so, gerade im saudi-arabischen Bereich, dann brauchst du ja auch noch ein Visum, das muss beantragt werden, dann hast du ja noch viel mehr Paperwork, was ja auch passiert, und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Leute gar nicht sehen, was da alles an Verwaltung auch hintersteckt. Richtig, ja. Richtig. Was ist denn so die größte Herausforderung, wenn man denn jetzt so ein, bleiben wir mal bei der klassischen Achterbahn, nebst der Thematisierung und natürlich dem frühen Einbinden von euch, was sind denn so die größten Herausforderungen, die man dann hat, wenn man dann tatsächlich doch auf der Baustelle steht und dann am Zimmern und am Schrauben ist? Gut, Zimmern tun wir in der Regel nicht, nur eine Ausnahme. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit, also bleiben wir bei den Achterbahnen fürs Erste. Für mich als Laie, ich hätte jetzt auch Friemeln gesagt. Von mir aus mit Stahlachterbahnen, aber erlaube mir einen kleinen Werbeausflug. Wir beschäftigen uns tatsächlich seit 1,5 Jahren auch mit der Instandsetzung von Holzachterbahnen, zukünftig auch mit der Installation von Holzachterbahnen. Also das Zimmern, danke noch für die ungewollte Überleitung zu meinem kleinen Werbeblock. Das gehört zukünftig durchaus mit zum Geschäft. Ja. Gut, die Frage war, worauf kommt es an? Was ist denn die Herausforderung? Genau. Ja, die Herausforderung, die haben wir schon beschrieben in unserem Gespräch. Alle Beteiligten auf eine Weise zu koordinieren, dass eine wirklich effiziente Installation erfolgen kann. Weil unser Ziel ist ja nicht, obwohl es im Einzelfall durchaus passiert, aber unser Ziel ist es ja in der Regel nicht, Installationstage zu maximieren. Wir haben ja kein Interesse daran, länger als zunächst vorgesehen an dem Ort zu bleiben, sondern unser Ziel ist es, auf Basis eines genannten Preises und einer damit verbundenen Anzahl von Arbeitstagen, die miteinander vereinbart wurden, dann diese Baustelle auch nicht nur termingerecht zu betreten, sondern sie auch termingerecht wieder zu verlassen. Weil nur das ermöglicht es uns ja, dann auch weitere Aufträge anzunehmen und nicht unnötig an einem Ort zu bleiben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und auf dem Weg dazwischen kommt es eben darauf an, dass alle beteiligten Parteien möglichst effizient miteinander funktionieren, sowohl auf der technischen Ebene, aber auch auf der Ebene von Kommunikation, von Koordination und vor allen Dingen eines guten Projektmanagement von Seiten des Kunden. Ja. Da kommt es zum Beispiel darauf an, dass der Kunde, und da sind auch wieder gerade deutsche Parks, wären da ein schlechtes Beispiel in positiver Hinsicht, aber dass einige unserer internationalen Kunden müssen dann erstmal verstehen, dass sie Verantwortung über ein bestimmtes Maß hinaus nicht delegieren können. Das heißt, und wenn Sie das wollen, dann müssen Sie wirklich eine professionell erfahrene Person für das Projektmanagement holen. Aber Projektmanagement lässt sich nicht delegieren an eine 25-jährige Person, die keinerlei Ahnung von Achterbahnen hat, geschweige denn von deren Installation. Und die dann mit dem Laptop auf unserer Baustelle steht und im Grunde von Tuten und Blasen keine Ahnung. Also das funktioniert nicht. So, und dann ist es keine Installationsfirma dieser Welt, weder uns mit Active Leisure, noch mein Freund Max Eberhardt aus Hamburg mit Ride Construction Service, noch anderen Installationsfirmen, dann ist es uns allen nicht möglich, egal wer wir sind, da einen vernünftigen, termingerechten Job zu machen. Ne? Ja. Das also heißt, der Kernpunkt ist, die sind im Grunde Kommunikation und Koordination. Ja. So neben der eigentlichen Installationsarbeit. Ja. Also es ist am Ende des Tages tatsächlich ein großes Puzzle auf Zeit. Ja, und aber damit derjenige, der, danke für das Bild, damit derjenige, der da vor dem nicht am Couchtisch sitzt und auf das Puzzle schaut und guckt, dass er jetzt erstmal eine Ecke zustande bringt, sondern wie mein Freund und Chefbauleiter Ronny Schäfer, der mit den Kranplätzen vor langer Zeit, damit der sich erfolgreich auf sein Puzzle konzentrieren kann, da muss eben das Drumherum stimmen. Weil in dem Maße, wo das Drumherum nicht stimmt, kann sich mein Freund Ronny
nicht auf seinen Puzzle konzentrieren, also zu Deutsch auf die Installation der Achterbahn, und dann wird es schwierig für jeden Bauleiter dieser Welt und nicht nur für Ronny Schäfer hin, mit all seiner Erfahrung. Ich glaube, das ist wohl das bekannteste Bild, irgendwie, wenn man an Installationen von Rides denkt. Jetzt ist aber auch das ja wahrscheinlich noch auch ein bisschen weiter gedacht, weil wenn du jetzt sagst, Achterbahn, ich hab gesehen, dass ihr auch Riesenräder installiert. Jetzt kommen bald Holzachterbahnen dazu. Da wäre mein erster Gedanke gerade gewesen, oh, Holzachterbahn, das stelle ich mir von allen Fahrgeschäftstypen am kompliziertesten vor, weil es mehr Einzelteile hat. Es ist mehr Puzzlearbeit. Und du kannst es in der Regel nicht mit Menschen machen, die ihr Leben lang mit Stahl gearbeitet haben. Also ja. das eine wie das andere braucht Fachleute und braucht Menschen, die gerne mit dem jeweiligen Material arbeiten. Also du wirst auf dieser Welt Stahlmonteure, Hochbaumonteure finden, die am liebsten nur Stahl montieren. Und natürlich Zimmerleute, die am liebsten mit Holz arbeiten. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Materialien. So, deshalb sind wir auch gerade dabei, ein neues Team aufzustellen. Das wird auch noch ein paar Monate dauern, bis es steht. Ziel Oktober. Und dann werden wir dort voll einsatzfähig sein. Das werden dann aber eben keine ehemaligen Stahlbaumonteure sein und Mechaniker, die also sonst irgendwo Achterbahnen zusammen Schrauben installieren, sondern das wird dann ein anderes Team werden. Mit einer anderen Expertise. Die arbeiten teilweise auch mit anderem Werkzeug als natürlich, als das im Stahlhochbau geschieht. Die werden jetzt schlecht wahrscheinlich mit dem Schweißgerät die Holzspitzen von der Achterbahn zusammenschweißen. Wir wollen ja, dass die Achterbahn auch stehen bleibt. Im Idealfall schon. Bodenfeuer entzündet werden. Aber da denke ich direkt an den, es gab doch vor vielen Jahren mal den Vorfall bei dem Aufbau der Holzachterbahn Troy im Toverland, dass der Lift, glaube ich, gerade gebaut wurde. Es gab einen riesengroßen Sturm und dann ist das komplette Gerüst ja einfach umgefallen und dann war alles erstmal im Eimer. Da hat man ja aber wahrscheinlich, wenn du gerade sagst, die arbeiten mit anderen Fachleuten natürlich zusammen irgendwie, aber dann hat man wahrscheinlich mehr Spielraum vor Ort, weil Holz kann man schneller bearbeiten wahrscheinlich als Metall. Als wenn eine Metallachterbahn jetzt vielleicht irgendwie einen Unfall erleidet vor Ort, dann müsste ja komplett die neue Schiene aus dem Werk irgendwie kommen. Ja gut, aber du kannst auch nicht bei einer Holzachterbahn in den nächsten Baumarkt fahren. Das ist Holz einer besonderen Qualität. Also wenn wir da an unsere Freunde von Great Coasters zum Beispiel denken, das ist Holz einer besonderen Qualität, das auch auf eine besondere Art und Weise bearbeitet wurde und dann in entsprechender Stückzahl Qualität dort zur Verfügung gestellt wird, das ist nicht beliebig ersetzbar. So, Dinge passieren auf Baustellen, gerade wenn höhere Gewalt im Sinne von Sturm eintritt, dagegen kannst du dich in der Regel kaum schützen. Aber natürlich wissen die Kollegen in aller Regel, was sie da tun. Also wenn ich da an eine Firma zum Beispiel denke aus der Lüneburger Heide, die dort regelmäßig im Heidepark im Einsatz war. Das sind absolute Profis auf ihrem Gebiet. Aber auch solchen Profis kann natürlich was passieren auf einer Baustelle. Davor bist du nicht geschützt. Du musst nur sehen, dass du natürlich unter Einhaltung aller rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften, dass du dich so gut wie möglich gegen so gut wie alles schützt, aber außer gegen höhere Gewalt, dann haben wir es ja schon. Ja, genau. Das ist natürlich verloren. Okay, also lernen wir daraus, ich kann nicht mit meiner Hornbach-Karte schnell um die Ecke fahren, um die Holzachterbahn zu reparieren. Ja. Das muss schon Top-Produkt sein. Und du kannst natürlich auch nicht, wenn nun in der Ausnahme irgendwann mal was doch nicht so produziert wurde, wie es eigentlich sein soll, laut Fertigungszeichnung, dann kannst du das natürlich auch nicht eben mal schnell reparieren. Darin liegt übrigens auch einer unserer klaren Expertisen, dass wir in der Lage sind, auf der Baustelle Änderungen am Stahlbau vorzunehmen. Natürlich in Abstimmung mit dem jeweiligen Hersteller, nur nach Genehmigung durch den jeweiligen Hersteller, weil gerade wenn die Statik berührt wird, dann geht das ja gar nicht anders. Und dann können Firmen wie Active Leisure oder wie unsere Freunde von RCS, dann können wir dort eben auch Korrekturen auf der Baustelle vornehmen. Was für alle Beteiligten ein riesiger Vorteil ist,
weil wenn ansonsten Teile erstmal von Mexiko wieder nach Europa gehen müssten und von Europa wieder zurück nach Mexiko, dann kostet das nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld. Das ist natürlich gut, wenn du eine Installationsfirma hast, die da vor Ort doch einiges in Ordnung bringen kann. Wird nicht oft gebraucht, aber wenn, dann haben wir eben auch das. Man sagt immer so schön, ne? Lieber haben als brauchen. Ja, genau. Jetzt habe ich auch gerade gesehen auf eurer Homepage, dass ihr ja auch gerade in Mittelamerika auch wohl viel macht. Ja, da stelle ich mir auch ganz spannend vor, auch die klimatischen Bedingungen bei solchen Baustellen. Muss man da dann auch anders denken beim Bau? Also nebst dem Arbeitsschutz natürlich, dass man entsprechende passende Kleidung hat, die bei dem Wetter vor allem auch funktioniert. Aber gibt es beim Bau dann irgendwelche veränderten Dinge, die dann hinzukommen? Nicht in dem Maße wie im Mittleren Osten, also zum Beispiel in Abu Dhabi oder Saudi-Arabien. Da gibt es noch ganz andere Temperaturen und Anforderungen von daher, von den klimatischen Bedingungen. Es ist natürlich so, wenn du hast in bestimmten Weltregionen, auch nicht nur in Mexiko, hast du Regenzeiten, dann wird es schwierig auf einer Baustelle, weil bei Regen, geschweige denn bei Starkregen, ist eben keinerlei Arbeit möglich. Unter Sicherheitsaspekten, so das ist das eine, also Regenzeit. Das andere, große Hitze, da musst du natürlich sehen, inwieweit werden da bestimmte Grenzen nicht überschritten. Zum Beispiel in Saudi-Arabien oder Abu Dhabi ist es so, dass eben grundsätzlich, glaube ich, von 1 bis 4 dann nicht gearbeitet werden kann und sich die Arbeit in den Abend und teilweise in die Nacht verlagert, aus guten Gründen. Und das hat auch nicht nur was mit der Belastbarkeit des Personals zu tun, sondern auch mit dem, was die Hitze oder im Gegensatz auch die Kälte. Auch eine Baustelle mit minus 30 Grad kann ihre eigenen klimatischen Anforderungen haben an Personal und Material. Aber also was denn die Hitze, zurück zur Wüste, was die Hitze im Zweifelsfall mit dem Stahl macht. Weil der wird nicht nur so heiß, dass du ihn mit bloßen Händen nicht mehr anfassen kannst, sondern er dehnt sich eben auch aus. Und das ist bei einer Installation zu berücksichtigen. Und wenn du dann zum Beispiel eine Achse in einen Motor bringen musst, diese Achse sich aber vorher aufgeheizt hatte, dann musst du sie zunächst mal mit viel Eis wieder runterkühlen, damit sie überhaupt wieder in die Achse passt. Alles Dinge, die dort in der Vergangenheit auf RCS-Baustellen passiert sind. Weil eben RCS viel im Mittleren Osten gearbeitet hat. Ja, das ist krass. Und da denkt man ja von vornherein eigentlich gar nicht. Ne? Also das sind wahrscheinlich so Dinge, kann ich mir vorstellen. Man ahnt, dass da was kommt, aber dann, wenn man wirklich in der Situation steckt, dann muss man doch auch wahrscheinlich sehr gut improvisieren können. Ja, sicher. Und deshalb brauchst du gute Leute, die eben nicht beim ersten Windhauch hinten überfallen. Die guten Leute sind sehr selten. Das ist nur ein Freund und Partner Ronny Schäfer. Und das sind, wenn ich mich umgucke, sind das 5, 6 andere, denen ich eine bestimmte Baustelle anvertrauen würde. Aber vor allen Dingen ist es jemand eben wie Ronny, der aufgrund seiner Biografie wiederum aus der Schaustellerei kommt, sich dann in die Freizeitparkindustrie entwickelnd über Jahrzehnte hinweg. Jemand, der eben über Jahrzehnte hinweg hunderte von Achterbahnen und Riesenrädern in der Summe aufgebaut hat und das eben nicht nur in Europa, sondern auf allen Kontinenten, den wirft eben weder ein Windhauch um, noch kommt er mit solchen Unwägbarkeiten zurecht. Mhm. Der regt sich natürlich, ob man das nun bei ProSieben sieht oder live auf einer Baustelle, der regt sich natürlich ab und zu mal auf. Das muss ihm dann auch zugestanden werden, weil er ist es ja im Gegensatz zu uns, die wir an den Bildschirmen sitzen oder im gekühlten Büro in der Regel. Er muss ja damit auch klarkommen. Oder Menschen wie er, seine Kollegen. Ja. Ne? Jetzt sagst du ja gerade, er hat so seinen Ursprung in der Schaustellerei. Wie kommst du eigentlich zum Thema Freizeit? Ich meine, du hast jetzt gerade ja schon gesagt, du bist eigentlich Historiker. Wo kommt deine Leidenschaft für diese Branche her? Ich wurde ja nicht in dieser Industrie geboren. Meine Leidenschaft ist irgendwann aus Notwendigkeiten gewachsen, ehrlich gesprochen. Ich habe von 1988 bis 1997 bei Jakob Suchard in Bremen gearbeitet, im Vertrieb.
Weil, wie gesagt, es keine Historikerstellen gab Ende der 80er. Also 9 Jahre Vertrieb im Bereich Food and Beverage, Kaffeegeschäft. Und bin dann auch aufgrund eines persönlichen Kontaktes, nachdem es bei Jakob Suscher nicht weiterging oder Kraft Jakob Suscher, bin ich gewechselt zur Firma Huss Maschinenfabrik in Bremen und war sehr froh und dankbar, diese Chance zu erhalten, in dieser Industrie tätig zu werden, die tatsächlich eine ganz wunderbare Industrie ist und die dadurch vor allen Dingen für mich eine wunderbare Industrie ist, weil sie eben, ja, sie bringt mich in Kontakt mit unzähligen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Kontinenten, die alle unterschiedlich miteinander agieren und kommunizieren. Und das hat so seinen ganz eigenen Reiz. Seit 2006 befasse ich mich mit der Installation von Vergnügungsanlagen, Fahrgeschäften, Achterbahnen vor allen Dingen, habe das sehr langjährig gemacht. Deshalb fiel der Name jetzt auch schon ein paar Mal, um das transparent zu machen für die Firma RCS. Ride Construction Service in Hamburg und habe eben Ende 2022 beschlossen, meine eigene Firma Active Leisure, die immer da war, aber im Hintergrund stand, nach vorne zu ziehen, weil mit Anfang 60 überlegst du dir eben, wie möchtest du die nächsten oder die von mir auch die letzten 10 Jahre deiner Berufstätigkeit, wie möchtest du gestalten? Und ich habe mir das gut überlegt, diese letzten 10, 20, 30 Jahre, wie viel das auch immer werden mögen, auf eben in eigener Verantwortung zu gestalten, Projekte so durchzuführen, wie ich es für richtig halte, mit Menschen, mit denen ich eben sehr gut zusammenarbeite, wie der genannte Ronny Schäfer und anderen, einfach in einem stärkeren Maße, als es mir vorher möglich war, meine eigenen Vorstellungen ins Geschäft einzubringen. Und dieses Geschäft, zurück zu deiner Frage, findet eben statt, nicht irgendwo, sondern in der Freizeitparkindustrie. Und weißt du, ich habe vor ganz langer Zeit in Atlanta aus Anlass einer Japan-Messe habe ich mal für meinen damaligen Arbeitgeber Huss ein Essen gegeben. Und an dem Essenstisch in einem Restaurant saßen US-Amerikaner, da saßen Hongkong-Chinesen, da saßen Australier, da saßen natürlich Europäer, also Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Kontinenten. Und ich guckte so in die Runde und habe mir damals schon überlegt, vor vielen Jahren, diese Industrie ist eigentlich, wie diese Welt sein sollte, weil sie ist informell. Du brauchst nicht wie in irgendeinem Konzern einen dunklen Anzug mit gedeckter Krawatte tragen. Sie ist sehr informell. Die Menschen sind in aller Regel sehr freundlich miteinander, bei allem Stress, den man manchmal hast, aber in aller Regel sind wir untereinander sehr kollegial und freundlich. Auch absolut länderübergreifend ist das so. Und es spielen all die Dinge, die ansonsten in dieser manchmal etwas bescheuerten Welt leider eine Rolle spielen, spielen in dieser Industrie keine Rolle. Und das besonders macht sie für mich faszinierend. So. Dazu kommt jetzt, dass das Produkt, um das es eigentlich geht, also zum Beispiel Achterbahn oder deren Installation. Meine Rolle dabei ist, die, wie gesagt, nicht aufzubauen, sondern ist sehr mittel- und langfristig nach aller Möglichkeit Projekte für die Montage zu akquirieren, Türen aufzumachen, Kontakte zu pflegen, Kundenbeziehungen nicht nur zu schaffen, sondern sie auch zu halten. Und das erzähle ich deshalb, weil es auch zum Verständnis unserer Firma wichtig ist. Jeder hat hier seinen Aufgabenbereich und jeder ergänzt einander sehr gut, aber hält sich auch an seinen Aufgabenbereich. Also ich mische mich so gut wie überhaupt nicht in Baustellen ein und erwarte auch, dass die Baustellen sich nicht in mein Geschäft, das ich gerade beschrieben habe, einmischen. Und das funktioniert bei uns bei Active Leisure sehr gut. Sodass wir hier, das ist ein weiterer Aspekt, dass wir sehr gut auf Augenhöhe miteinander funktionieren und uns sehr gut ergänzen. Also das, was du gerade gesagt hast, das kann ich ja wirklich nur unterschreiben. Also ich habe auch selten eine Industrie gesehen, die so bunt ist, so offen, so herzlich auch und vor allen Dingen so offen mit Fehlern umgeht, wenn man untereinander mal so wirklich spricht, weil es geht ja auch einfach viel um Learnings und viel um Weiterentwicklung und das können wir ja nur machen, wenn wir uns auch austauschen. Also es gibt kein klassisches Betriebsgeheimnis bei uns, sondern wenn wir ein Problem haben, rufen wir irgendwo an und sagen, hey, hör mal, ich habe gesehen, ihr macht dies und das. Erzähl doch mal, wie war das? Und dann kommt man auch ganz angenehm ins Plaudern.
Ja, das Letzte lasse ich nur eingeschränkt gelten, weil doch wir mit Parteien zu tun haben, wo dann im Nachhinein ersichtlich wird, dass man versucht, unsere spezifische Kompetenz abzuschöpfen und sich nutzbar zu machen. Und dann bringen wir uns dort in die Planung eines Projektes ein, eben aus unserer vielfältigen, langen Erfahrung heraus. Und das wird nachher nicht nur nicht gewürdigt, sondern eben auch nicht mit einem Auftrag belohnt. Und das sehe ich denn kritisch. Also natürlich tauschen wir uns kollegial aus, aber auch da ist Augenhöhe wichtig. Also das ist immer ein Geben und Nehmen ist, weißt du? So. Natürlich tust du als Installationsfirma, brauchst du Hersteller, aber die Hersteller brauchen auch dich. Und solange das auf Augenhöhe miteinander sehr gut funktioniert, also wie zu wir haben ja schon Beispiele genannt, wie mit Intermin, wie mit MacRides, wie mit Vekoma. Mit solchen Firmen funktioniert das einfach. Da ist es tatsächlich so ein Geben und Nehmen. So. Ja, also da hast du vollkommen recht. Natürlich sollte man immer vorsichtig sein, mit wem man sich unterhält, weil genau es ist nicht jedem vielleicht einen gut gesonnen, aber dass man einfach auch ein recht gutes Gespräch schnell zustande bekommt und aber auch schnell merkt, wie du schon sagst, ist das auf Augenhöhe? Ist das jetzt Genau. ein Verkaufsgespräch? Oder ist das jetzt einfach nur jemanden, der mir schnell mal kurz was aus dem Rücken leiern möchte und dann einfach auf Hacken kehrt macht und geht? Also ich denke mal, das kann man, weil unsere Branche auch einfach so furchtbar klein ist dann doch irgendwie. Das kriegt man dann, glaube ich, schnell raus. Ja, und du kriegst zum Beispiel schnell raus, dass du dich am liebsten, und diese Entscheidung, die haben wir für uns getroffen, am liebsten in aller Regel nicht mehr an Ausschreibungen im Mittleren Osten vor allen Dingen beteiligt, weil da passiert nämlich genau das, dass du eine Ausschreibung auf den Tisch bekommst, also die positive Ausnahme möge die Regel bestätigen, aber dass du in der Regel eine Ausschreibung auf den Tisch bekommst, viel zu spät, mit einer viel zu kurzen Fristsetzung für die Einreichung der Bewerbungsunterlagen. Und dass sehr viel von dir erwartet wird, also dich wirtschaftlich nackig zu machen, dein ganzes Installations-Know-how nach Möglichkeit preiszugeben, schon im Zuge der Ausschreibung. Und im Nachhinein stellst du fest, das war nur ein Absaugen von Informationen. Und es bekommt dann doch eine lokale Starter-Firma. So, und da haben wir gesagt, also es ist nicht so, dass wir nicht in bestimmten Regionen arbeiten, aber in manchen Regionen nur mit Vorsicht sozusagen. Ja, das kann ich bestätigen. Das habe ich auch tatsächlich mit deinem Kunden mal durchgemacht, wo ich dann auch doch überrascht war, wie hart man da oder eiskalt eher man reagiert hat. Aber lass uns mal was zum. Entschuldigung, das ist natürlich ein anderer Schnack, wenn du, ich sag mal, eine Anfrage von Liseberg bekommst Voll, absolut. oder vom Europapark oder vom Portland Park aus England oder von PortAventura, weil da sind Menschen auf der anderen Seite am Telefon oder am Computer, die dir schreiben mit einer Anfrage, dir eine Anfrage senden, die ihrerseits Profis sind und die auch nicht möchten, dass ihre Zeit verschwendet sind und die es auch mit deiner Zeit nicht tun. Und wenn die dir eine Anfrage schicken, dann meinen die es in fast 99% der Fälle auch ernst. So. Dann bekommst du zwar nicht immer den Auftrag, weil vielleicht hast du doch keine Zeit oder die haben sich das anders vorgestellt oder jemand anders hat doch den bei gleicher Qualität einen besseren Preis. Das kann alles passieren, aber grundsätzlich ist das seriös, weißt du? Und so möchten wir einfach, dass wir uns wechselseitig behandeln sozusagen. Ja, genau. Um mal was Positives herauszukitzeln, gibt es ein Projekt, auf das du besonders stolz bist und warum? Ja, ich bin bezogen auf die letzten 1,5 Jahre, also seit der Aktivierung von Active Ledger, bin ich besonders stolz auf das Projekt in Mexico City. Das ist ein kleiner Themenpark, der dort nach wie vor entsteht. Er ist noch nicht ganz fertig. Aztlán Parque Urbano, das ist die vormalige Feria Chapultepec, wo es einen tragischen Unfall gab 2019. Dann ist dieser Luna Park, es war ein bisschen wie der Wiener Prater vom Verständnis her, ist dann abgerissen worden, komplett abgerissen worden. Die Anlagen sind verkauft worden in andere Länder. So, und dort ist jetzt mittlerweile sehr professionell geplant und designt ein neuer Themenpark entstanden. Und ich bin unseren Freunden von der Fabri Group dankbar, dass sie uns hier empfohlen haben. Wir kennen uns sehr lange. Und wir wurden hier dem dann nachmaligen Kunden
aus Mexico City wurden wir empfohlen und haben da mittlerweile 85 Meter Fabry Joint Wheel installiert. Wir sind dabei, das ist noch nicht ganz fertig, weil wir im Moment noch nicht weitermachen können. Wir kommen als Suspended Looping Coaster, wir sind eine ganze Reihe Anlagen von Samperla, von Visa SPF, von Bertha Zonn, und dann wird es auch noch weitere Anlagen, die ich jetzt erstmal noch für mich behalte, wird es noch ab dem nächsten Winter geben. So, das ist ein Projekt, das macht mich stolz. Und das ist so eine Art von Projekt, das mich stolz macht. Aber stolz ist eigentlich das ganz falsche Wort. Dankbar. Macht mich dankbar. So. Ein anderes Projekt, das mich dankbar sein lässt, ist die etwas, was wir gerade gegenwärtig tun, nämlich die Instandsetzung eines 80 Meter Bussing-Maurer Riesenrades in Puebla, ebenfalls Mexiko. Das haben wir heruntergenommen, dann sind jetzt die Lager instand gesetzt worden und jetzt gerade, jetzt tagesaktuell, wird es wieder aufgebaut, um dann ab Sommer wieder in Betrieb zu gehen. Warum macht mich das dankbar? Weil es ist eine andere Art von Projekt. Das eine ist ein reines Installationsprojekt im gleichen Lande, im selben Lande, in Mexico City. Dies ist ein Instandsetzungsprojekt und da sehe ich für uns eine ganz gute Zukunft und ein ganz gutes Potenzial vor dem Hintergrund der riesigen Anzahl bestehender Anlagen, sowohl Achterbahnen, also Stahlachterbahnen, Holzachterbahnen, großer Riesenräder. Und diese Instandsetzungen sind in aller Regel durch die Maintenance-Abteilung des jeweiligen Parks nicht zu leisten, weil die entweder grundsätzlich zu dünn besetzt sind, schon gar nicht das Werkzeug oder das Werkzeug verfügen, das wir nochmal mitbringen. Wir haben jetzt in Mexiko mittlerweile 3 voll ausgestattete Werkstattcontainer. Das gerade dieses schwere Installationswerkzeug, diese großen, schweren, teuren Drehmomentmaschinen, die hat in der Regel ein Park nicht. Also sie haben zu wenig Leute, sie haben das Werkzeug nicht und sie haben auch in aller Regel nicht die Zeit, weil sie viel zu viele Anlagen im Park zu warten haben. Und da sehe ich für uns eine gute Zukunft an. Ja. Das ist das, wo ich auch dankbar bin, dass das jetzt gerade in den letzten 1,5 Jahren so gut gelaufen ist für uns. So, und dazu kommen so die ersten Projekte für die Instandsetzung von Holzachterbahnen. Auch eine ganz spannende Sache, weil es liegt in der Natur der Dinge, dass eine Holzschiene, geht ja vor allen Dingen um die Schienen, dass die im Laufe der Zeit dann aufquellen und phasenweise ersetzt werden müssen. So, auch das ist ein ganz interessantes Potenzial. Sinn, ja. Ich finde auch das Thema Instandhaltung so super interessant, weil da kommen ja auch nochmal ganz andere Themenfelder zustande. Also wenn ich höre, dass Freizeitparks zum Beispiel B&M Wing Coaster besitzen und jedes Jahr die Lackierung der Züge irgendwie abbeizen oder ätzen, damit die da ihre Röntgenuntersuchungen machen können, das sind ja nochmal, das sind ja Arbeiten, die dahinter stecken, da macht sich ja keiner Gedanken. Also zumindest nicht die Leute, die in der Thematik stecken, das muss man natürlich dazu sagen. Nee, und da ist tatsächlich auch ein sehr gutes Potenzial, weil eine Anlage, die zum Beispiel geröntgt werden soll, die muss in aller Regel vorher bis zu einem gewissen Grade auseinandergenommen werden, also demontiert werden. Und die muss auch später wieder remontiert werden. Ja. Und das ist einfach ein gutes Potenzial. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil so manchen deiner Zuhörer dann nicht zu interessiert machen an dieses Potenzial. Sehr gut, ich verstehe. Christoph, jetzt aber sag mir trotzdem nochmal so 2-3 Dinge. Also ihr habt jetzt die Instandhaltung und die Installation. Was sind denn so eure, wie sage ich das oder frage ich das? Was sind denn so eure Kernenergien? Was ist euch bei der Arbeit am besondersten, das ist auch richtig schönes Deutsch, was ist euch am meisten wichtig, wenn ihr solche Projekte durchführt? Natürlich ein erstklassiges Produkt, mit dem wir uns dort befassen. Ja. So, ein Produkt, bei dem wir auch als Installationsfirma sicher sein können, dass das aufgrund der Fertigungsqualität, der Fertigungsgenauigkeit, also erstens nichts passiert, schon bei der Installation, dass das ganz einfach auch eine effiziente Installation möglich ist, weil dort also nicht nur Stahlteile, Mechanik, Baugruppen
in einer sehr guten Qualität gefertigt wurden, sondern dass vor allen Dingen auch in einer sehr guten passgenauen Qualität, was natürlich nachher eine große Auswirkung auf den Installationsverlauf hat und auf die Installationsgeschwindigkeit. So, das ist uns wichtig. Uns ist sehr wichtig, dass natürlich Teile rechtzeitig da sind. Also jetzt mal vom Projektbeginn her gesehen. Also nicht die Baustelle, oder fangen wir noch vorher an, die Baustelle muss fertig sein, muss zumindest so weit fertig sein, dass sie zumindest phasenweise eine vernünftige Arbeit ermöglicht. Also wenn vielleicht nicht im gesamten Streckenverlauf einer Achterbahn die Fundamente fertig sind, dann sollten sie aber doch zumindest phasenweise so weit fertig sein, dass sie dann zumindest eine Sektion dort vernünftig hinstellen kannst. So. Das ist wichtig, dass Kranplätze, Zufahrten, dass die ganze Baustelleninfrastruktur, dass die da ist, dass die Container für den Bauleiter und für die Leute, dass die da sind. Das geht bis hin zu Waschmöglichkeiten und Toiletten, weil wir beschäftigen Menschen und keine Tiere. So, das klingt für uns in Mitteleuropa selbstverständlich, ist es aber in anderen Weltregionen nicht. So, also auch so etwas muss gegeben sein. Also dass die Baustelle an sich dass die Baustelle gut vorbereitet ist, dass es dann ein vernünftiges Projektmanagement gibt, schon weit vor dem eigentlichen Baubeginn. Dass dann natürlich der Hersteller, wie gesagt, eine sehr gute Qualität, sehr gute passgenaue Qualität liefert, dass, wenn es dann eine phasenweise Installation sind, dass du dann auch die Teile hast, die du für die jeweilige Phase brauchst. Das ist nicht so selbstverständlich, wie es scheint, sodass du von daher dann effizient installieren kannst. Dass die Abstimmung mit anderen Gewerken vernünftig klappt. So, wir sind da schon, weil wir eben so erfahrene Leute haben und weil da ein Ronny Schäfer auf der Baustelle ist oder in anderen Firmen andere sehr erfahrene Kollegen, sind wir schon in der Lage, eine Achterbahn nicht, wie du das üblicherweise tun solltest, in the way of direction zu montieren und alles schön hintereinander weg, sondern wir sind schon in der Lage, wenn man uns denn wenigstens eine Stationsplattform zur Verfügung stellt, die Schiene dort erstmal vorläufig hinzulegen, bildlich gesprochen. Und dann wird die nach unseren Vorgaben schön in Stahlholz verpackt, sodass sie durch spätere drumherum arbeiten Dritter nicht beschädigt werden kann. So, und dann liegt die Schiene dort schon mal und dann kann das Stationsgebäude errichtet werden. Also da sind wir schon sehr flexibel. Und wir sind auch flexibel, wenn zum Beispiel irgendwo im Mittleren Osten in der Vergangenheit das Piling nicht wirklich geklappt hat oder auch jetzt in Mexiko. Und dann können da eben noch keine Fundamente gebaut werden. Geschweige denn Stützen draufgestellt werden. Da gibt es ja eine gewisse Zusammenhänge, denn am Siemens Lufthaken kannst du keine Stütze aufhängen. sind wir schon natürlich in der Lage, auch phasenweise in unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten und irgendwann dann mal alles fertig zu machen. So, das sind alles Dinge, die wichtig sind. Und wie schon mehrfach gesagt, das Lied noch ein letztes Mal zu singen, dass eben während des gesamten Projektverlaufs eben Kommunikation und Koordination aller Beteiligten, dass das wirklich gut klappt. Ne? Ja. So. Dann ist es wichtig, dass die nochmal zu unseren Mitarbeitenden zurück, dass sie nicht nur auf der Baustelle vernünftig behandelt werden, sondern dass sie auch vernünftig verpflegt werden, dass sie vernünftig untergebracht werden. Weil das sind ja nicht Menschen wie du und ich, die abends wieder nach Hause fahren oder in einem vielleicht mal ein paar Tage auf einer Baustelle sind und dann wieder wegfahren und zu Hause vergleichsweise stressfreies Leben haben. Das sind Menschen, die teilweise 3, 4, 6 Monate auf einem anderen Kontinent auf einer Baustelle sind. Und die müssen einfach auch vernünftig behandelt werden. Ich merke schon, weil ich das thematisiere, ist es mir eben auch sehr wichtig. Und das ist für mich, für Active Leisure, das gehört so zu den Punkten, wo ich vorhin sagte, ich möchte Dinge zukünftig noch etwas anders machen. Und auf meine Weise machen. Und erfreulicherweise ist das aber auch meinen Bauleitern vor Ort genauso wichtig. Also das ergänzt sich schon ganz gut. Ja, es ist gut, wenn, glaube ich, alle samt eine Sprache sprechen und auch alle eine gemeinsame Blickrichtung haben, damit man auch dann entsprechend die Projekte... Wir streiten uns auch mal. Also das ist nicht alles Friede, Freude, bei. Das hätte ich jetzt nicht behauptet. Das ist letztendlich ist es dann immer noch eine Baufirma. Eben, ja. Ja, das... Kann schon manchmal robust zugehen, aber immer aus einem guten Herzen heraus und im Interesse des Projektes. Eben, ich glaube auch, dass es, ich denke mal, wie in vielen Branchen dann, wenn dann der
sogenannte Feierabend dann irgendwann mal eintritt, dass man dann auch sie nochmal in die Augen guckt und sagt, jo, hat doch alles gut geklappt. Ja, naja, so, das, deshalb ist, ist es auch wichtig, natürlich auch unsererseits nicht zu überziehen. Also gerade wir Deutschen werden ja im Ausland als tendenziell sehr belehrend wahrgenommen. Das hat auch reale Hintergründe. So, ohne dass wir die jetzt weiter vertiefen wollen. Und da ist schon wichtig, natürlich einerseits zu sagen, wie es sein soll, aber natürlich auch nicht über die Klippe zu gehen, sozusagen, da wo es dann zur Belehrung und zur Bevormundung des Kunden kommt, weil das, das mag ja keiner gerne. So. So. Sondern da musst du dann irgendwann sagen, okay, wir haben hier einen bestimmten Preis, wir haben eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen und letztendlich entscheidet jeder Kunde darüber, wie erfolgreich das hier sein soll und wie, wie schnell das gehen soll. Wir machen unsere Arbeit. Aber wir müssen uns auch schaffen, zurückzunehmen und zu sagen, komm, letztendlich entscheidest du, Kunde, wie das hier, wie erfolgreich das wird. Wir tun unseren Teil dazu. Ja, das ist ganz einfach, weil wir in der Freizeitparkindustrie sind, wir nicht vergessen wollen, dass das Ganze auch noch mächtig viel Spaß machen. So, nämlich. So, einerseits tut es das und du würdest dich wundern, wenn du, ich lade dich herzlich ein, wenn es mal geografisch passt, ohne dass der Aufwand zu groß ist, dass du uns gerne mal an unserer Baustelle besuchst. Das ist, denke ich mal, für dich sehr interessant, da mal hinter die Kulissen gucken zu können. Dann wirst du feststellen, da wird natürlich auch nicht nur gearbeitet und da wird nicht nur manchmal geschimpft und geflucht, sondern da wird auch buchstäblich viel Spaß miteinander gehabt. Und das also so ein robuster Spaß und robuste Freundlichkeit, die gehören dazu. Und wir wollen nicht vergessen, dass wir eben in der Freizeitindustrie tätig sind. Und deshalb darf das alles auch nicht zu verbiestert sein. Und für mich, du hast vorhin gefragt, was macht für mich so das, die Motivation in dieser Industrie aus? Und das ist tatsächlich dieses tendenziell immer informell, freundliche, kooperative Miteinander. So auf, im Grunde auf jeder Ebene. Das ist etwas, was wir nie vergessen sollten, dass wir uns das erhalten. Ja, und ich glaube auch, du hattest ja auch schon die IAPA so beiläufig mal erwähnt, ich glaube auch, das ist ja so ein guter Kern, wo man auch immer wieder merkt, ja, wir holen uns den Spaß dann aber auch wieder zurück in den Phasen, wo wir den vielleicht auch den mal ein bisschen aktiv mehr benötigen und gerade bei solchen Education Sessions oder bei solchen Messen, wenn man sich da einfach mal trifft, einfach mal ein bisschen schnackt, ein bisschen sich ganz nett austauscht, dass man sich auch solchen Spaß wieder zurückholt oder auf der Arbeit, zum Thema Spaß auf der Baustelle. Ich habe das Bedienhandbuch für die Wildwasserbahn für den Schausteller mal während der Fahrt geschrieben, weil wir mussten Testfahrten machen und da habe ich mir gedacht, ich kann entweder im Fahrstand sitzen oder ich sitze einfach im Boot und habe mir ein Regencape übergeworfen und bin halt hunderte Runden gefahren, habe währenddessen das Bedienmanual für die Bahn geschrieben. Also ich denke, man kann beides immer ganz gut verbinden. Das nennt man dann positive Verrücktheit, oder? Ja. Ich konnte auf jeden Fall am Ende des Tages die Bahn auswendig, das kann ich dir sagen. Er gab alles, ja, genau. Und wenn du abends im Bett liegst, schwankt das Bett dann immer noch? Oder Es schaukelt. Wenn ihr da draußen mehr erfahren möchtet über Active Leisure, dann möchte ich euch ganz herzlich einladen, geht doch mal auf die Webseite activeleisure.co. Der Link zu der Webseite und auch alles weitere über Christoph Seidel findet ihr natürlich in den Shownotes. Christoph, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns hier so einen tiefen Einblick in die Baustellenwelt der Freizeitattraktionen und Vergnügungsanlagen gegeben hast. Und was sagt man da? Bald man's heil? Nein, Glück auf. Kannst du unterschiedliche Dinge sagen. Ich bin hier in Bremen, also das wie ist es? Boden und Binnen, Wagen und Winnen, also sowohl hier drin als auch da draußen, Wagen und Gewinnen, da kommt es tatsächlich drauf an, also nie aufzugeben, weder was den Spaß angeht, noch was die Möglichkeiten angeht, erfolgreiche Arbeit zu leisten. Ja, und ansonsten immer gute Verrichtung. Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, ne? Ja, auf See montieren wir noch nicht. Ein ganz anderes Thema, würde uns tatsächlich reizen, weil es gibt ja mittlerweile tatsächlich Anlagen, die auf See nicht montiert werden, aber die auf See herumfahren. Und da ich in Norddeutschland bin, würde es mich tatsächlich mal reizen, auch in Projekte involviert zu werden, die mit Schiffen zu tun haben, mit Kreuzfahrtschiffen vor allen Dingen.
Finde ich ein völlig spannendes Metier und ich beglückwünsche alle Firmen, die es geschafft haben, in diese Nische zu gehen und da sehr erfolgreich zu sein. Ein kleines nettes Augenzwinkern hier so am Ende der Aufzeichnung Richtung Werft. Also wenn ihr mal was da habt, wir haben da jemanden. Christoph, lieben Dank dir. Ja, alles klar. Ich danke dir, Stefan. Und Schlussbremse. Bügel auf, die Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Bitte nehmt alle persönlichen Gegenstände wieder mit euch und bewertet diesen Podcast in eurem Podcast-Player. Im Ausgang befindet sich natürlich auch der Souvenirshop unter www.howtofreizeitpark.de, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest. Bei weiteren Fragen, Wünschen oder auch Kritik schreibe mir gerne eine Mail an contact@stephanburian.com. Vielen Dank für die Fahrt und noch einen aufregenden Tag.